So groß ist also das neue Gebiet von The Legend of Zelda Breath of the Wild, dass wir im letzten Part freigeschaltet haben, und zwar die Hateno-Region, würde ich mal so fast sagen. Und wir machen heute weiter beim Glühwürm-Hochland bei der Marvo-Ebene im ersten Videopart von Breath of the Wild. Herzlich willkommen an alle. Ja, das Projekt wurde jetzt zum Videoprojekt umbenannt, sage ich jetzt mal. Einfach, weil es für mich leichter ist, mit Videos dieses Projekt durchzuspielen, was die Crocs angeht, denn ich will ja die 100% machen. Und es ist einfach leichter, wenn ich das als Videoform dann so mitmache. Ich hoffe, es passt natürlich alles von den Einstellungen. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, war es bei meinem alten Kanal, glaube ich. Und da habe ich dann auch irgendwann mal auf Livestream gewechselt. Allerdings muss ich zugeben, dass es bei Zelda etwas kniffliger ist, was das Thema Livestream und Videos angeht. Denn einerseits ist es besser, Livestreams zu machen in Zelda, andererseits ist es besser, Videos zu machen in Zelda. Also hauptschließlich Breath of the Wild. Davon rede ich gerade. Aber ich habe mich jetzt für das Projekt als Videoprojekt entschieden, was ich, denke ich mal, auch beibehalten werde. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum sich das wieder ändern sollte. Denn ich finde, also Videos, klar, mit meinem Internet, mein Internet ist jetzt nicht das Beste, mit einer 16.000er Leitung, dauert es natürlich, das Ganze ein Stückchen, das abzuloaden auf YouTube, aber ich habe da halt so ein paar Mittel, wie ich das etwas verschnellern kann. Ich werde das Video ohne Qualitätsverlust komprimieren, das heißt weniger Dateigröße, weniger Uploadzeit. Dazu kommt dann noch, dass ich im Moment etwas schwerer ist für mich, generell zu streamen und aufzunehmen, weil ich im Moment nur einen Bildschirm habe. Weil Fabi meinen zweiten Bildschirm hat. Aber ich habe halt so auch mittlerweile ein paar Tricks, wie ich das machen kann. Und ja, wir haben jetzt hier eine Moblanze mit Stärke 4. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall ein paar Crocs finden. Wenn ich irgendwelche nicht finde, werde ich sie euch reinschneiden. Und ja, sonst. Das Projekt wird eigentlich nicht wirklich geschnitten, außer halt am Anfang ein bisschen was weg mal oder keine Ahnung, wenn mich zum Beispiel mal gestört wird oder irgendwas. Dann wird es natürlich alles rausgecuttet, aber sonst wird es eigentlich im klassischen Let's Play-Stil gehalten. Falls ihr da ein bisschen Videoschnitt mit reinhaben wollt, gar kein Ding, kann ich ruhig machen. Ich werde es allerdings jetzt nicht komplett krass schneiden. Also ich werde halt, keine Ahnung, wirklich lange Passagen werde ich natürlich rausschneiden. Oder irgendwas anderes. Wenn irgendwas richtig nervt, eine Aufgabe, wenn ich ewig wo nicht weiterkomme, werde ich natürlich für euch rausschneiden. Und prinzipiell möchte ich eigentlich, dass so ein Part eine halbe Stunde lang wird, also 25 bis 30 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz gute Länge, wo man auch einiges schaffen kann, auf jeden Fall. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben im letzten Part ja auch das Fotomodul freigeschalten. Das heißt, wir werden auch viel fotografieren jetzt in nächster Zeit. Da oben ist goldenes Erz. 50 Rubine, sehr schön. Und ich habe vorhin den letzten Gegner in Vestnikluda getötet. Und der hat mir, also es war ein Stahl-Hinox, ein Skelett-Hinox sozusagen. Was ein Hinox ist, werdet ihr im Laufe des Projektes noch erfahren. Das war quasi ein Stahl-Hinox, also nur aus Skelett. Und der hat uns gedroppt hier eine Ritterhillebarde, die wir, by the way, direkt mal fotografieren können. So. Die Schatztruhe. Was? Die muss man auch fotografieren? Okay, krass. Muss man das hier auch fotografieren? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass man das alles fotografieren muss. Wie kann ich ein. Ah ja, X-Selbstporträt. Ein Soldatenschild einmal. Ja, wir nehmen gleich alles mit, was geht. Damit uns das irgendwann nicht mehr auf dem Zeiger geht. Das Ganze Farmen von Bildern und so. Und ja, dann. Das hier können wir zum Beispiel auch noch fotografieren.
Den Moblin. Bestes Bild übrigens. So. Wir müssen natürlich auch alle Tiere fotografieren, alle Gegner. Anscheinend jetzt auch alle Gegenstände. Und ich glaube, das sind... Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Sieht man das irgendwo? Hyrule-Handbuch hier, genau. Also es sind... Oh mein Gott, wie viele sind das denn? 385. Alles klar. Na, da kommt einiges auf uns zu, Leute. Da kommt definitiv einiges auf uns zu. Und natürlich auch mit den Crocs. Bin ich gespannt, wie wir das machen werden mit den Crocs, wirklich. Da bin ich wirklich gespannt. Wir klettern hier erstmal hoch. Oh, wobei, das ist gar nicht mehr das Gebiet, ne? Sehe ich gerade. Aber egal, wir brauchen eh alle 900 Crocs. Und wenn hier oben die Chance auf einen ist, oder hier generell einer ist, dann nehmen wir den natürlich mit. Wir werden uns natürlich versuchen, schon einigermaßen im Gebiet zu bleiben. Ist jetzt nur eine kleine Ausnahme. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen, wo wir den Berg hochklettern. Es ist immer das Gleiche. Und... Okay, nix. Oh mein Gott, was ist das denn da? Bruder, ein Stier. Baller ihn tot. Oh mein Gott, ein Stier. Und Luxuswild und Edelwild hat er gedroppt. Und hier noch ein Fuchs. Oh, der hat voll den Flip gemacht. Okay. Dann gucke ich hier noch kurz. Wir sind jetzt hier... Ne, das ist nicht mehr das Gebiet. Gucken wir einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Croc. Ich bin mir eh sicher, dass wir schon wieder einen verpasst haben. Und mal gucken. Hier müsste doch irgendwo... Da. Warte mal, da waren wir doch schon, ne? Stimmt, das ist der... vom vorletzten Part. Der noch live war. Stimmt, wir sind jetzt schon wieder im anderen Gebiet. Eieieiei. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, nein, Link, was machst du? Was machst du? Spring da runter. Danke. Okay, da müssen wir gucken, wo wir am besten jetzt mal hier anfangen. Ich habe, ehrlich gesagt, kein wirkliches System, was das hier angeht. Ich gehe einfach mal wild drauf rein. Oh, leck! Und bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay, die sterben halt alle, wie die fliegen. Lul. Okay. Und der ist auch tot. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Was ist das hier? Ein Leuchtstein? Nein, das brauchen wir nicht. Leuchtstein. Wir wechseln immer, dann geht es nämlich schneller mit den Bomben. So. Perfekt. Ein weiterer Leuchtstein. Irgendwo habe ich noch einen gesehen. Oh, da kommen wir nicht hin. Naja, aber hier. Warte mal. Ist hier nicht auch gerade was hingeflogen? Okay. Dann haben wir hier einen kleinen See, sehe ich gerade. Hier muss aber bestimmt irgendwas sein. Hier rieche ich doch, dass irgendwas ist. Irgendwas ist hier. Oh, ja, okay. Wir wollen jetzt auch nicht so mörderisch sein. Ah, warte, hier ist doch safe. Ja. Hier ist noch... Ah, das ist der Eichsee. Oh mein Gott, ja, jetzt sehe ich's. Es ist ein bisschen verwirrend mit dem zweiten Gebiet, ehrlich gesagt. Das ist jetzt das hier so angrenzt. Wir müssen... eigentlich hier hin. Moin. Da muss auf jeden Fall ein Croc sein. Am besten gehen wir nochmal auf den Hatirno-Turm hoch. Und ich schneide jetzt das mal kurz raus, die Ladersequenz. Denn das ist natürlich auch ein Vorteil an Videos.
Dann erkunden wir jetzt die Marblo-Ebene, glaube ich, heißt sie. Marlblo, ich habe gerade nicht den Namen in Erinnerung. Marblo, genau. Dann erkunden wir die mal. Die liegt vor uns. Das sind diese Bäume da unten. Okay. Da, dieser rechts, der Baum sieht zum Beispiel schon mal sehr auffällig aus. Dann gehen wir mal, halten wir uns ein bisschen weiter links und gucken mal, was da so los ist. Dieser Baum hier sieht mir auf jeden Fall sehr speziell aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Nintendo gedacht hat, da platzieren wir mal einen Krog drauf. Und nein, aber nicht. Okay, Baum, was Baumkrogs angeht, habe ich mehr in Erinnerung, als es tatsächlich gibt. Aber es muss doch irgendwo. Genau, da waren wir vorhin. Dann gehen wir jetzt mal links entlang. Wir gehen mal da hoch. Denn ich habe zum Gedächtnis, dass es hier irgendwo noch weitere Krogs gibt. Ich glaube auch in Hateno irgendwo auf dem. An der Seite vom Miyamagana-Schrein sollte es eigentlich auch so einen kleinen Weg nach oben geben, wo ein Krog da ist. Wir können natürlich auch hören, weil man hört ihn natürlich auch. Okay, bis jetzt höre ich nichts. Maybe ist ja hier oben etwas. Wir sind zwar schon wieder an der Grenze vom Territorium, beziehungsweise von der Region, aber da oben werden wir eh jetzt nicht so schnell nochmal raufgehen. Nein, komm, Link, da entlang, so, zack, zack, zack. Und hoch mit dir. Sehr schön. Hier oben müsste auf jeden Fall was sein. Irgendwas, irgendein Krog. Oder ein Stier nochmal. Nice, 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 nice. Oh mein Gott, bitte. Töte mich nicht. Oh mein Gott, bitte töte mich nicht. Okay. Ah, na okay, wir verschwenden mal lieber unsere Pfeile nicht. Wobei, da könnten wir bestimmt einen töten. Ja, sehr schön. Wir brauchen halt viel Fleisch, was das angeht. Und mich wundert es gerade echt, dass hier oben nichts ist. Wir sind zwar jetzt auch noch nicht gerade im Gebiet, aber. Hier ist halt eh wieder irgendwo auf dieser, auf solchen Ebenen ist halt eh wieder ein Krog drauf. Ich weiß es einfach. Man weiß es mittlerweile einfach auswendig. Da unten sind Pferde. Okay. Bild man, dass ich gerade einen Krog gehört habe, aber kann auch sein, dass ich da komplett falsch liege. Aber komm, auf dem Baum. Was zur Hölle, wie denn? Es kann doch nicht sein, dass da. Auffälliger geht's doch nicht. Es muss doch da sein, irgendwo. Oder wenigstens hier oben, an der Kante. Komm schon. Irgendwo hier, bitte. Okay, dann halt nicht. Wobei es einfach nicht sein kann, dass da. Nein, da muss was sein. Da muss etwas sein, Freunde. Da muss was sein. Was ist, wenn ich hier reingehe so? Okay. Die Fledermäuse nerven mich gerade ein bisschen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Ah nein, jetzt hätte ich gerade. Ah. Sieht hier sehr verdächtig aus. Alles. Aber tatsächlich wieder nichts. Kann es nicht mittlerweile blind bin? Oh Mann, ey.
Also wir haben bestimmt schon ein paar Crocs übersehen, aber wir konnten natürlich auch. Das ist natürlich klar. Wir müssen natürlich auch alle Orte mit Namen finden für die 100%. So. Was haben wir denn hier vorne? Da geht's runter anscheinend zum Meer oder irgendwas. Da oben ist ein Schrein. Ui. Okay. Ja, hier wow, könnte auf jeden Fall mal hier was Kleines sein. Ui. Ja. Hier müsste auf jeden Fall irgendwo was sein. Hier sehe ich noch Erz. Können wir das... Oh, natürlich nicht. Doch, kann man. So, okay. Bernstein und... Ich glaube, sonst... Ich glaube, da war noch ein Opal dabei oder so. Den ganzen Leuchtstein oder so werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Denn jetzt die ganze Zeit hier... die Gesteine abbauen ist vielleicht jetzt auch nicht so das Spannendste. Wir nehmen das, den Pilz, den Spurtling nehmen wir hier noch mit. Ja, gut, da unten, ne? Da ist halt auch... Puh. Also da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Da muss irgendwas sein. Wie sieht's denn hier so aus? Das sind drei Bäume. Da ist auf jeden Fall einer. Da oben, ja. Jetzt sehe ich es auch. Oh, aber den machen wir mal anders. Der ist jetzt etwas weit weg. Ich will jetzt eigentlich noch auf diesen Ebenholzberg, weil das ist so ein See drauf als Herzchenform. Würde ich gerne nochmal gucken. Oh, Entschuldigung, was das ist. Denn die komische Form hat es ja schon, ne? Eine sehr komische Form. Und hier könnte auch irgendwas sein. Sieht auch ein bisschen komisch aus, dieser Fleck da. Könnten wir... Oh, kommen wir da hoch? Ah, weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht. Könnte knapp werden. Also die Leuchtsteine da, die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Irgendwann mal und... Weiß gar nicht, ob der da hinten noch dazu gehört. Oh, da vorne auf dieser Anhöhe könnte auch noch was sein. Irgendwas Spannendes. Warte mal. Nee, es regnet nicht. Oh, ich habe schon gedacht. Das wäre jetzt echt ein bisschen blöd gewesen. Ich bin vorhin offscreen nämlich schon zwei, dreimal hochgeklettert und es hat immer angefangen zu regnen. Kaum habe ich geklettert. Es war immer so. Es ist immer so. Okay. Was ist denn hier oben? Hier muss ja irgendwo dieser See bald kommen. Mal gucken. Was sehen wir hier so? Nix. Überall nur dieses Gebirge. Okay. Aber wo Gebirge ist, da gibt es auch viel zu entdecken und vor allem viele Verstecke für Crocs. Was ist hier so? Nothing. Okay. Na gut. Wie schön, dass wir da runtergeflogen sind. Gehen wir hier wieder hoch. Zack, zack. Oh, meine Freunde kommen wieder. Die nervigen Fledermäuse. Die Flederbeißer, wie sie heißen. Ja, da kann man halt überall richtig schön Crocs verstecken, aber die muss ich halt alle dann reinschneiden, weil keine Chance, dass wir die jetzt alle on screen suchen.
Wir haben halt noch keinen einzigen in diesem Part gefunden. Das war's halt wirklich komplett. Nein! Oh Gott, bitte nicht! Oh mein Gott, bitte nicht! Oh, zum Glück. Okay, hier ist auch nichts. Dann sind wir jetzt aber hier oben bei diesem... bei diesem See. Oh mein Gott, das sind Feen! Nein, die fliegen im Wasser rum, ne? Das sehe ich gerade. Okay, wir haben eine. Nummer zwei. Und die dritte, bitte, 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 geh nach unten, bitte, geh nach unten, bitte, geh nach unten, bitte, geh nach unten. Ja, 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 ja. Komm, nach unten, nach unten, bitte. Ach, das Wasser wirklich komplett. Aber die geht nicht weg. Was? Okay, ich drück zweimal drauf. Okay, juckt die nicht. Juckt die mal überhaupt nicht. Alles klar, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was der denn hier macht. Bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Nein, eigentlich nicht. Ich suche nur die Gegenbissen ab. Was denn? Du musst dich nicht genieren? Warum sollte denn sonst jemand hierher kommen? Ich warte jetzt schon eine halbe Ewigkeit hier. Aber Fehlanzeige. Nicht eine Traumfrau hat sich hier blicken lassen. Es ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich... Liebesteich? Vielleicht doch woanders? Achso, Liebesteich. Oh mein Gott, okay. Versprecher des Jahrhunderts. Wirklich der Versprecher des Jahrhunderts. Liebessteich. Hier wird doch jetzt wohl irgendwo mal was sein, oder? Wir haben wahrscheinlich... Ja, wir haben hundertprozentig was übersehen. Aha, hier ist diese Blume, die ich gesucht habe. Ich wusste, dass es hier irgendwo eine gibt. Na okay, da haben wir wenigstens einen Krog bisher. Ich weiß, glaube ich, dass wir da hoch müssen dafür oder so. Links? Ah, okay, nicht hier. Da? Da! Okay. Ach, Groggy. Du bist wieder einer von denen, den man 50 Minuten verfolgen muss. Oh mein Gott! Och, komm schon! Ich will dich doch nur endlich einsammeln, Mensch. Ja. Oh, endlich. Okay. Dann war da doch einer auf dem Berg. Na gut. Dann gucken wir mal nochmal hier ein bisschen entlang. Schauen wir mal hier so ein bisschen rum. Die Küste machen wir dann irgendwann in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Der Baum, das sieht auch etwas... Okay, nee, das sind mehrere Bäume. Bezweifle ich jetzt weniger, dass da Crocs drauf sind oder so. Ja, hier halt irgendwo auf diesen Ebenen hier, ne? Könnte halt wirklich was sein. Nein, hier ist nichts. Ich gucke halt die ganze Zeit nach Steinen, die da irgendwo rumliegen oder sowas. Könnte ich mir halt gut vorstellen, dass sie da irgendwas platziert haben.
Guck, genau da solche Ebenen meine ich. Genau sowas. Da ist doch hundertprozentig was. Da muss doch irgendwas sein. Okay, das ist echt gerade etwas krass, dass hier wirklich überall nichts ist. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Muss man halt einfach alles abklappern. Werde aber offscreen auch noch ein bisschen rumgucken und schauen. Also selber auch, bevor ich das Video anschmeiße, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich übersehen hätte sollen. Och, kommt schon. Nein, Feuerstein, da bleiben. Foto noch irgendwas von irgendwie was hier? Aha, Erzbrocken. Let's go. Okay, es sind ganz normale Erzbrocken. Na gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. Naja, okay, dann würde ich sagen, beenden wir die erste Folge, die erste Videofolge sozusagen. Es ist echt ein bisschen komisch, mal nicht auf den Chat zu gucken. Also, weil es keinen Chat gibt. Das meine ich. Sondern einfach nur sich aufs Spiel ein bisschen zu konzentrieren. Das ist, ja. Rotes Schleimgelee. Aber ich würde sagen, dann war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. An alle, die sich das jetzt im Videoform angucken. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gebt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Denn das Projekt wird täglich kommen. Beim neuen Video. Haut rein. Euer Niklas. Bis dann. Ciao. 4 Crocs haben wir leider übersehen. Die holen wir jetzt noch kurz nach. Und zwar einmal sind wir hier vorhin vorbeigeflogen. An der Marblo-Ebene. Einmal hier einer im Baum. Und ein anderer ist nicht weit weg. Und zwar genau hier um die Ecke. Ich muss bloß gucken, dass ich die richtigen erwische. Okay, und den oben schießen wir gar ab. Und dann haben wir. Zack. Ein weiteres Krog. Sehr schön. Muss ich kurz gucken. Okay, ich habe es schon entdeckt. Den haben wir natürlich auch übersehen, denn wir können es halt. Nee, tatsächlich sind die genau da, wo wir nicht nachgeschaut haben. Und hier haben wir jetzt Krog Nummer 90, glaube ich, mittlerweile, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, Nummer 88. Und der letzte, auch wenn wir hier noch nicht waren, aber wir sind zumindest vorbeigelaufen, befindet sich hier südlich des Yara-Sees. Einfach hier den Stein hochheben. Und wir bekommen Krog Nummer 89. Und damit war es das mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.